Bro, ey, ohne Scheiß, irgendwas stimmt mit der Zone hier nicht. Irgendwas ist hier mit der Zone komplett weg. Weg da, verpiss dich. Du wohnst da nicht mehr. So, ganz einfach. Das ist... Ey, ganz ehrlich, keine Ahnung, was mit diesem Haus ist. Es ist dasselbe Problem wie mit diesem Haus. Die Zonen einfach, die sind hier... Die ist einfach weg. Ich mach das jetzt weg. So. Wer auch immer da gewohnt hat von euch, I'm sorry. Es reicht. Ist vorbei. Mein Haus! Okay, ich würde sagen, wir teilen das Grid hier nochmal auf. Weil ich wüsste sonst nicht, wie ich das hier richtig aufziehen soll. Also von oben sieht es ziemlich geil aus, ehrlich gesagt. Ah, wie habe ich denn das hier? Ich habe hier keine Hilfslinie leider, ne? Okay, ich muss mal kurz den Weg hier hinten wegmachen. Der behindert mich. Ja, das ist scheiße. Ich muss das mal hier weiterziehen. Ansonsten kommen wir gar nicht mehr zu irgendwas. Weil dann kann ich nämlich sagen... kann die Burg hier einrahmen, rechts und links. Weißt du? Eigenes Haus in 2023. Imagine. So, wir machen nach hinten mal ein bisschen platt mit unserem Planierwerkzeug. Bruder, der geht mir ja so auf den Sack hier. Hier aus. Warte mal, kann ich eine Option den Chirper ausstellen? Ich glaube, hier mache ich einen Park draus, Chat. Ich glaube, ich baue hier hinten nichts rein und mache da hinten einen Park draus. Ich kann jetzt schon mal ein paar Bäume pflanzen. Machen ein paar Erlen rein. Let's go. Erlen! Und wir machen ein paar Wildbusch-Dinger rein. Zack. Ein bisschen das, ein bisschen dies. Zack, zack, zack. Ein bisschen Wild. Dies, das, Ananas. Zack, zack, zack. Kleines Wäldchen. Diese ganzen Bäume, die ich gerade gepflanzt habe, die brauchen jetzt Zeit, bis sie wachsen, ja? Ich mache hier hinten so einen kleinen Park rein. Jetzt noch Bären und Wölfe ansiedeln und dann halbe Brandenburg. Okay, ich würde sagen, wir ziehen jetzt hier den nächsten weiter. Ja. Und wir ziehen... Dann haben wir erstmal neue Siedlungen. Haben wir eine Water Shortage oder habe ich einfach irgendwas? Shower with a friend. What? So, hier hinten stehen jetzt die größeren Gebäude. Hinter der Schule. Ne? Und das, also. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ne, aber es ist schon sehr geil. Die Gebäudediversität ist diesmal in City Skylines deutlich höher. Also deutlich. Das ist schon... ist schon ziemlich wild. Die Schule ist sozusagen so ein bisschen eingerahmt von den Leuten, die sie besuchen. Okay, wir brauchen mehr Industrie. So langsam wird das mit der Industrie hier hinten spannend. Hinter Duisburg sind die weiten Kartoffelfelder und Landwirtschaftszonen der Duisburger Hochregion. Ich glaube, das würde ich so machen. Das heißt, ich ziehe jetzt gleich hier einen Strich. Den Pizzarand sozusagen. Ich glaube, ich mache noch eine weiter. Mache ich noch eine weiter? Und dann bauen wir hinten mal so ein bisschen Duisburger Industrie. Der Käserand. Der doppelte Käserand. Da ist der doppelte Käserand, in dem kann man auch wohnen. Und dann machen wir das mal zu hier.
So. Alles ein bisschen sketchy, aber hohe Mieten. What? Ich habe noch nicht mal die Steuern erhöht. Das wird noch unangenehm. So, die Nachfrage nach Wohnungen steigt. Wir versuchen sie zu befriedigen mit Wohnraum in der Nähe der Schule, ja. Ah, Meilenstein 4. So, lass uns mal ganz kurz nach unseren Meilensteinen gucken und nach unseren Gebieten, die wir holen. Ich will hier hinten auf jeden Fall noch ausbauen. Das muss nämlich alles weg. Und dann will ich hier eigentlich weiter. Okay. So, dann unsere Erfahrungspunkte. Wir machen Schnellstraßen und große. Ah, warte mal. So. Ja, wir haben grundlegende Transportdienste, haben wir schon, aber wir könnten so langsam über einen Zug nachdenken. Wir haben ja so viel Zeug. Ja. Parkpflege, Sportparks, große Parks. Bildung ist noch okay, wir haben noch 2 Punkte. Wir holen uns mal Kreisverkehre und dann noch Züge und dann haben wir erstmal alles. So, dann können wir uns langsam auch an Public Transport machen und jetzt, warte mal, jetzt machen wir erstmal eine Bezirkserweiterung, das ist unsere... Das ist unsere Pizza-Gegend. Das ist Holzenfurt, das nennen wir Slicingen. Nee, wie nennen wir das? Slice-Allee? Der Slice ist heiß. Okay, warte mal. So. Wir haben jetzt Schnellstraßen, wir haben größere Kreise. Das heißt, wir können aus dem hier... Oh Gott. Corundum Condo. Ein modernes Klassiker lächelt sein Gesicht, sein Bewohner zauber... Okay. Größer Kreisverkehr, seht ihr hier? Das ist der... Ist jetzt ein bisschen größer geworden. Ich glaube, ich würde den mittleren nehmen. Der passt ganz gut. Wir haben jetzt Schallschutzmauern, die wir installieren können, glaube ich. Aber nur auf Schnellstraßen. Ich kann aber hier... Nee, Schnellstraßen sind es, glaube ich, ausschließlich, für die ich das machen kann. Ah, nee, glaube... Ah, ja, nee, ich kann das noch gar nicht machen, weil ich muss das Ding erst platzieren. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal unser Straßenwartungsdepot platzieren. Und das machen wir hier unten im Industriegebiet am besten. So, und jetzt kann ich Schallschutzwände bauen, glaube ich. Oder? Nee, ich kann das nur hier machen. Ah, ich hatte doch recht. Dämlich mit der Scheiße. Jetzt habe ich das umsonst platziert. Fuck! Mach mal grüne Energie. Pah, das lohnt sich nicht. Ah, es lohnt sich nicht, Chat. Lohnt sich nicht. Also, ich guck mal nach grüner Energie, klar. Also, die Windenden, ihr seht diese Winddinger hier. Oh, warte mal, stopp. Bevor ich hier grüne Energie mache, kümmern wir uns erstmal darum, dass das Terrain eingeebnet wird. Ohne das eingeebnete Terrain kann ich nicht arbeiten.
Schön. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay, ich muss kurz diese Straße hier abreißen. Denn da, hier passieren einige wilde Dinge jetzt. Das muss weg, das muss weg, das muss alles weg. Okay. Oder? Er hat die Straße hier auf jeden Fall noch verinnerlicht. Fuck. Ich muss... Fuck. Okay, ich arbeite erstmal hier drum rum. Oh, man könnte sagen, hier war mal eine Straße. Ich glaube, das ist der Schandfleck meiner ehemaligen Straße, Digga. Der will die nicht ein... Er will die nicht eindeponieren. Warte. Ich muss das anders verbinden kurz. Sonst haben wir hier gleich kein Wasser mehr. Okay. Okay, jetzt geh mal weg hier. Geh mal schnell weg, bitte. Geht? Jetzt? Bruder, ich kann... Scheiße, ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Stopp. Ich weiß, was das ist. Oh mein Gott, Chat, weißt du, was das ist? Das ist das Wasserrohr. Das sind die Wasserrohre. Brü. Oh. Ah, und schon ist es nicht mehr ein... Jetzt ist es nicht mehr weird. Chat sagt das seit 2 Minuten. Ach, was Chat sagt und was Chat nicht sagt. Jetzt mal ganz ehrlich. Chat sagt heute dies, Chat sagt morgen das. Habe ich das jetzt verbunden? Anscheinend nicht. Strom hat es. Wasser hat es auch. Irgendwas ist hier nicht ganz sauber. Genügend Strom? Bin ich besoffen oder was? Oh mein Gott! Was? Hä? Ah, lol! Ah, okay. Warte, stopp. Bevor wir hier weitermachen. Ich muss jetzt mal meinen Einebnungsprozess hier weiterführen. Die Ländereien müssen planiert werden. Die gesamte Autobahn muss auch weg hier übrigens. Das ganze Ding. Damit. So, das ist jetzt das Parallelsystem, ja, was ich jetzt hier benutze, um das mal schnell zu verbinden. Es ist provisorisch, Chat. Es ist provisorisch, Chat. Es geht hier auch erstmal nur um die Verbindung allgemein. Es geht hier erstmal nur... Ich könnte das übrigens hier nutzen, um eine richtig wilde Autobahnbrücke zu bauen. Bruder. Das... Okay, lass uns das mal machen kurz, ne? Lass uns mal kurz eine Autobahnbrücke bauen, okay? Was ist Entfernung zu gering? Das heißt von mir, ist das Problem der Abstand? Ich glaube, das ist Abstand das Problem. Warte mal, ich mach das mal single-handedly.
Weil hier eine Brücke rüber zirkeln und darunter bauen wäre doch ziemlich cool, oder? Glaube ja. Jetzt muss ich nur gucken, dass mich das nicht umbringt, kostentechnisch. Das kostet 6.000. Cool, Alter. Das kann ich jetzt nicht parallel machen? Oh, doch, kann ich. Let's go. Ich glaube, das ist segmenttechnisch ein bisschen zu hoch. Aber hier, so ist cool. Ach du Sp... Okay, ich muss nochmal... Ach du Scheiße, Bro. Okay, versuchen wir es nochmal. Und das ist zu eng. Der sagt dann halt überlappende Objekte, weil die Brückenpfeiler zu eng sind. Das Problem ist also nicht ich, sondern das Problem ist diese dumme Straße. Okay. Wie macht man das am besten? Wie macht man das am besten weg? Indem man die beschissene Straße kauft. So, und jetzt holen wir uns hier mal ein bisschen mehr Volumen, ne? Bleib mal ruhig, bitte. Bisschen mehr Volumen hier rechts und links. Okay, und von da zirkel ich das jetzt rüber. Let's go! Warte. Ey, das wird cool. Dann haben wir so einen richtigen Downtown Street Scheiß. Bis hier, glaube ich. Unter der Brücke. Mit den ganzen coolen Obdachlosen. Von der Höhe ist das okay eigentlich, oder? Ja. Ich glaube, das Segment muss ich mal wegmachen hier. Ich muss von hier schon rein. Genau. Mann. So. Und jetzt kann ich den Casual-Scheiß verbinden. Ja, das ist immer noch nicht genau so, wie ich es will. Ich nehme mal eins weg und versuch's nochmal. Ich glaube, das geht. Ich kann das leider nicht abreißen. Ich muss das dann neu kaufen. Ich versuch's mal in die andere Richtung. Ah, die Dings hier ist halt wack, ne? Schlecht besser zu machen, weil es halt so einfach die Straßen kaufen, wenn man sie haben will. Weil das halt so gebogen ist und die Brücken nur gerade gebaut werden können. Aber ich gebe mir Mühe.
Das ist übrigens ein kleiner Trick, den ich gelernt habe in meiner Zeit als Straßenbaumeister. Du kannst in City Skylines, wenn du das Raster ausstellst und die Straße upgradest, sie ohne Probleme nochmal verschieben. Native. Das heißt, wenn euch die Position noch nicht ganz gefällt, dann könnt ihr die noch leicht anpassen im Nachhinein. No? Straßenrichtung ist falsch. Welche Straßenrichtung ist falsch? Das ist doch perfekt. So. Okay, wir haben unsere erste Brücke, wenn man sie so nennen will, erschaffen. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier noch ein bisschen was reinzirkeln können. Ich denke, so ist gut. Oh! Never mind. Ich denke, so ist nicht gut. Okay, wir ziehen es einfach mal so an. Scheiße, wie hoch habe ich die jetzt gemacht? Oh, das ist die gleiche Höhe. Ja. Und ziehen sie dann hier mit rum. Puh. Warum ist die hier so wack? Weil sie ja hier einigermaßen... Nee, sie wird auch wack. Vergiss es. Und ich dachte so, hä, warum ist sie denn hier so... Ach nee, ist sie nicht. Sie ist genauso wack. Ich versuche das mal parallel zu machen. Mich kotzt das hier so ein bisschen an. Chat, wir müssen hier mal ein bisschen ausprobieren. Ich glaube, wir haben jetzt genug Platz, um die Spuren parallel laufen zu lassen. Mit einer größeren Distanz. Die Abrundungen bei den Brücken sind nicht drinne. Also das ist das, was ich meine. Weißt du, was ich meine? So, wir machen mal das jetzt hier. Überlappende Quellen. So, sie ist noch zu breit. Hier würde sie laufen. Hier würde sie laufen jetzt. Jetzt läuft sie. Okay, wir ziehen sie jetzt hier einmal rum. In einer komplexen Kurve. Entfernung zu gering. Zu was? Hä? Eben hat es doch noch geklappt. Irgendwas will er hier nicht. Jetzt. Höhenunterschied zu hoch. Okay, jetzt hat er es. Ich weiß nicht, was er hier macht. So, jetzt habe ich's. And on to our main feature story. The commercial district is booming. Jetzt habe ich's, Chat. I got it. Stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Jarva Mate. Or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. So, das lassen wir jetzt erstmal provisorisch so. Ich habe genug an den Dings rumgeschraubt. Die Brücke ist halt... Oh mein Gott, warum haben wir kein Wasser? Ach, warte mal, das ist der Scheiß hier. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. If you're in it, you already know about it. No use reminding you. Wir ziehen die die Stromtrassen an der Brücke entlang. Und ziehen sie dann hier rüber. Um das Kraftwerk zu versorgen. Oh, warte mal, das war jetzt ein bisschen zu spät.
hohe Mieten. Wait, what? Wie hohe Mieten? Ihr habt alle hohe Mieten? Warum habt ihr alle hohe Mieten? Wie ist denn der Mietspiegel? Hä? Ist doch okay. Grundbodenwert? Alle haben zu hohe Mieten? Was ist das Problem? Mangel an Unterhaltung, unzuverlässige Gesundheitsvorsorge. Wo kommen denn jetzt die hohen Mieten her? Bürgervermögen, Zufriedenheit, Bevölkerung, Wohnen. Hä? Alle zahlen zu hohe Mieten? Das kann ja nicht sein. Die Mieter dieses Gebäudes haben Schwierigkeiten, das nötige Geld aufzubauen. Warte mal. Zonendichte, eine andere Zonenzuweisung. Hä, habe ich irgendwas verpeilt? Okay, wir werden jetzt auf jeden Fall mal eine dichtere Zone hier hinten machen, aber das ist schon verdächtig. Okay. Gut, wir bauen hier erstmal Büros hin. Wir... Habe ich die Mucke jetzt ausgemacht? Ah, ja. Das ist ja verrückt. Das sind aber nur die niedrigen Zonen. Wir können auch noch hohe Dichte machen. Und hohe Dichte ballern wir jetzt hier auch rein. Das kann ich ja auch mal sagen. Jetzt wird es richtig dicht. Kaufhäuser setzen wir immer noch hier unten an den... die Hauptstraßen. Hohe Mieten. Alle haben hohe Mieten, Chat. Alle. Oh, was ist hier? Was ist denn hier los? Ah, wir fahren in die falsche Richtung. Ja, okay. Dankeschön. Ah, es geht wieder langsam weg. Es geht wieder langsam weg. Aber es ist echt... Vielleicht, weil der Bevölkerungswachstum so krass ist und die Nachfrage nach Immobilien so hoch, dass sich die Leute... Oh Gott, die wohnen hier aber... Oh, schlecht, wenn du direkt an der Mülldeponie wohnst. Aber ich kann nichts dagegen machen, ne? Ihr wollt wohnen, dann wohnt. Können die Zone hier mal weitermachen?